Gerald, Denker und Lenker. Gerald, dann wieder zu Marshall mit einem guten Seitenwechsel. Komplett. Und dann ist er drin. Schwenningen mit dem 1-0 und einem weiteren frühen Treffer. Nach 2 Minuten und 42 Sekunden. Die Spin-Brüder im Zusammenspiel. Und Tyson macht ihn. Der hat das Auge für Bolchak. Aber auch der scheitert. Das Goalie-Duell geht weiter. Nein, es endet. Exakt hier. Und dann Nöbels, der sie serviert bekommt und bei freiem Kasten überhaupt gar keine Probleme hat, einzuschießen. Hingucken. Ovira. Wieder über Blau. Der setzt auf vor Hildebrand und ist drin. So, wir gucken noch mal einmal auf den Treffer. Marco Novak, der Rückkehrer ins Eisbären. Die letzte Minute im zweiten Drittel läuft. Eisbären kombinieren. Und der steht frei. Yannick Weyer, Powerplay-Treffer für Yannick Weyer in dieser Saison. Blaue Linie, Tüffels. Und dann wechseln die ein. Scheibe gut mitgenommen. Und da kriegen sie vielleicht sogar noch mal Zug aufs Tor! Für Alexander Karatschun. Das war die Vorarbeit. Wissmann, der ist eigentlich dran. Ach, guter Versuch, Scheibe reinzugeben von Bolchak. Bolchak gelang nicht. Nochmal Nöbel, sucht die Lücke. Bringt seine Jungs zurück ins Match. Bolchak sieht ihn. Keiner greift ihn an, keiner rückt raus, weil vor dem Tor gut rausgerückt von den Wild Wings. Lassen da keinen einfachen Schuss auf den Kasten zu. Da kommt der nächste, abgefälscht. Durch die Beine. Und die Eisbären, sie haben Zeit, sie können es ausspielen, suchen die Lücke. Jetzt sind sie komplett, aber trotzdem, kurz nachdem Schwenningen wieder mit 5 drauf ist, heißt 5-3 für die Eisbären. Gerufen heute Abend, aber Tiffels, auch hier, No-Look-Pass, Vorstor. Und wenn sie das öfter, noch öfter und noch konstanter so hinkriegen. Max Jörz. Aua, der tat noch mal richtig weh. Alle Spiele der deutschen Eishockeyliga live, nur bei Magenta Sport.